Okay, jetzt kann ich wieder zurück. Weil jetzt wird er wahrscheinlich auf dem Weg dahin nicht unbedingt niedergeschossen worden sein. Oder was weiß ich, bewusstlos irgendwo rumliegen. Naja, hier habe ich schon aufgeräumt. Hier sollte definitiv nichts mehr passieren. Aha. Da stehen sie und wissen nicht, wohin mit sich. Das ist so das Team. Was darf's denn sein? Hallo Anna. Du hast nichts. Tschüss. Tschüss. Schön. Daniel Agincourt. Schön. Schön. Hören Sie, ich weiß, wer Sie sind, klar? Meiner Meinung nach haben Sie hier nichts zu suchen. Bleiben Sie mir also einfach aus dem Weg. Im Gegensatz zu manchen anderen hier habe ich Dr. Lee von Anfang an geholfen. Ich bin als Letzter gegangen, als wir dann aufgegeben haben. Mit einem Mal taucht aus dem Nichts Ihr Vater auf und ich muss alles liegen und stehen lassen und hier helfen, die Scherben zusammenzulesen. Sicher! Es macht ja nichts, wenn er fast 20 Jahre lang verschwindet und uns alle im Stich lässt. Es geht ja nicht um unser Leben oder so etwas. Ja gut, da hat er irgendwie schon recht, ne? Was kümmert das denn Sie überhaupt? Vor 5 Minuten sind Sie hier aufgekreuzt und jetzt tun Sie so, als würde hier alles Ihnen gehören. Sie sollten noch nicht einmal hier sein. Wieso gehen Sie nicht einfach, kümmern sich um Ihren Kram und lassen mich in Ruhe? Nicht, wenn Sie mir ständig dumme Fragen stellen. Vor allen Dingen immer dieselben, ne? Was es Interessantes gibt, abgesehen von der Tatsache, dass Sie nicht hier sein sollten? Berühren Sie nichts, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert. Hier gibt es schon genug zu tun, ohne zusätzlich hinter Ihnen aufräumen zu müssen. Mann, das ist ein ganz, ganz liebreizendes Herzchen hier. Fassen Sie hier drin nichts an. Diese Geräte sind sehr empfindlich. Natürlich, klar. Ich fasse dich gleich mal mit meiner Schrotflinte. Ja? Den hatten wir doch schon mal, ne? Ich habe viele Jahre lang für Dr. Lee gearbeitet. Sie war immer gut zu mir und hat mir durch schwierige Zeiten hindurchgeholfen. Bevor sie mir half, war mein Leben nicht besonders sinnvoll. Darum helfe ich ihr jetzt auch. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ein guter Mechaniker. Wo ist die Lee überhaupt? Die ist doch gar nicht hier. Wenn Dr. Lee sagt, dass es funktionieren wird, dann wird es das auch. Okay. Tschüss. Dann ist sie hier doch irgendwo. Das ist die Anna Holt. Ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz speichern. Also tut mir ja leid, aber ich sehe die Lee hier nirgends. Was quatschen die ja alle von der Lee und die ist gar nicht hier. Na? Hallo. Wie ich höre, haben wir es Ihnen zu verdanken, dass bei uns alles wieder funktioniert. Ach, da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich bin in Rivet City aufgewachsen und habe mich schon seit jeher für die Wissenschaft dort interessiert. Dr. Lee hat mich unter ihre Fittiche genommen und mir alles beigebracht, was ich weiß. Dan und ich waren im Einsatz, als wir zurückgerufen wurden. Wer ist denn Dan? Ich sehe nichts, was dagegen sprechen würde. Mit Dr. Lee und ihrem Vater arbeiten die fähigsten Köpfe daran. Die beiden können praktisch alles. Ja. Ich glaube, wir werden das Ding im Handumdrehen zum Laufen bringen. Cool. Ich würde mich an ihrer Stelle von diesem Wasser fernhalten. Es sickert aus dem Tidebecken herein und ist daher radioaktiv. Falls Ihnen das noch nicht reicht, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird und lose Kabel herumliegen, könnten Sie einen Schlag bekommen. Ich wollte gerade sagen, das Wasser ist hier grundsätzlich radioaktiv. Das ist hier, viel Glück. Hier nicht so... Ui, das war... Was? Ach, das soll denn sein. Oh, okay. Ach, da oben sind noch welche. Passen Sie auf, was Sie hier anfassen, in Ordnung? Die Geräte sind auch so schon alt genug. Dr. Lee hat 20 Jahre darauf gewartet, hierher zurückkehren zu können. Klar? 20 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Das hier ist sehr wichtig. Wir können uns keinen Fehlschlag leisten. Okay. Auf Wiedersehen. Dann solltest du ordentlich arbeiten. Ah, da ist er. Was darf es denn sein? Okay. Auf Wiedersehen. Wow, danke. Danke für die Information. Wir sind hier, wo alles angefangen hat.
Erinnerst du dich noch an die Lieblingsstelle deiner Mutter? Nee, nicht schon wieder. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Den Durstigen werde ich umsonst vom Wasser des Lebens trinken lassen. Verstehst du denn nicht? Das ist der Sinn des Ganzen. Das Wasser, der Aufbereiter, das ist das Wasser des Lebens. Der Traum deiner Mutter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Ja, danke, toll. Was ist? Dies ist ein geschichtsträchtiger Ort. Man hat hier so viel Zeit und Energie investiert, weil dadurch vielen Menschen geholfen werden konnte. Und nun, nach all diesen Jahren, besteht die Chance, das Werk zu vollenden und allen Menschen im Ödland der Hauptstadt helfen zu können. Cool. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich's schaffe. Ich weiß, dass ich es mit dem, was ich von Dr. Braun gelernt habe, zum Laufen bringen kann. Daher ist es so wichtig, dass wir so schnell wie möglich ein GEEK-Modul finden. Das ist der Schlüssel zum Projekt Purity. Ich hoffe, dass du den Grund meiner Handlungsweise verstehen kannst. Ich will auf keinen Fall meinen Sohn verlieren. Das Projekt wurde kurz nach deiner Geburt aufgegeben. Seitdem haben sich die Dinge hier verschlechtert. Außerdem gab es hier eine Überschwemmung. Du musst die Hochwasserschutzpumpen erreichen und sie aktivieren, damit wir das Wasser abpumpen und an den Zentralrechner herankommen können. Okay. Das kannst nur du machen. Alle anderen haben bestimmte Aufgaben zu erfüllen, sobald die Energie wieder da ist. Ja, natürlich. Sei unbesorgt. Ich werde dich über die Sprechanlage anleiten, so gut ich kann. Du wirst das schon schaffen. Da bei der Überschwemmung die automatischen Türen geschlossen wurden, musst du die Zugangstunnels benutzen, um die Pumpen zu erreichen. Ach, das war doch so ein Gullideckel. Echt, war der hier? Okay, der Keller. War ich ja schon überall, zum Glück. Ist da lang? Hier ist er. Flood Control, ah, okay. Hier war ich noch nicht anscheinend. War ich anscheinend noch nicht. Alter, willst du mich verarschen? Wie kommst du voran? Brauchst du eine Anleitung? Du bist im Sicherheitsgeschoss. Dort sind viele Speichertanks für das Wasser, sowie unsere Verarbeitungsanlagen und Energiesysteme. Die Hochwasserschutzpumpe befindet sich im südlichen Teil dieses Stockwerks. Ich sehe dich dann, wenn du zurückkommst. An den Pumpen hast du tolle Arbeit gemacht. Komm schnell zurück. Ich gebe dir jetzt die Sicherung, die du brauchst. Der gibt mir jetzt die Sicherung. Aber willst du mich verarschen? Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber... Ich muss wieder... damit er mir jetzt die Sicherung gibt. Wie doof ist das denn? Darf ich ihm die Sicherung in die Nase schieben, diesen Vollidioten? Den ganzen Weg jetzt hier wieder hingehen, damit mir der Vollidiot das dann geben kann. Wie läuft's?
aber echt nicht im Ernst. Ernsthaft, jetzt gibt er mir die Sicherung. Ey, Entschuldigung, das ist doch der... Ich habe viel Gutes über dich gehört. Ist das wahr? Hast du wirklich die Bombe in Megaton entschärft? Jo. Ich bin sehr stolz auf dich. Auch wenn du dich in Gefahr begeben hast. Sei da draußen bitte vorsichtig. Das ist eine gefährliche Welt. Wesentlich gefährlicher als alles, was die Menschen in der Vault darüber wissen. Keine Angst, ich habe dementsprechend jetzt schon wesentlich mehr geleistet als du. Genau. Durch die Überschwemmung sind ein paar der Sicherungskästen unten durchgebrannt. Einer davon steuert bestimmte automatische Türen. Hier, nimm diese Sicherungen. Der Kasten befindet sich hinten im unteren Kellergeschoss im östlichen Teil des Stockwerks. Sobald du die Sicherungen ausgewechselt hast, kannst du den Zentralrechner erreichen. Du musst die bei der Überschwemmung durchgebrannten Sicherungen auswechseln. Dann funktionieren die Türen und wir können den Zentralrechner erreichen. Ich dachte, der ist trotzdem unter Wasser. Sei vorsichtig, mein Sohn. Ich speichere einfach mal. Was? Nee, hier. Das ist wahrscheinlich in Fuse A. Flood Control. Hier ist Fuse A1. Den Zentralrechner hochfahren, okay. Wo ist er denn? Ich kann jetzt direkt zu ihm hin. Hä? Ich brauche nicht zum Kontroll. Wo soll er denn sein? Flight Control. Mainframe. Achso, okay. Doch, der ist doch hier. Was ist denn der Mainframe? Ach da. Ist der hier drin? Hier, Mainframe? Nein. Ah, hier. Ah, Mainframe. Nudeln. Geht doch nichts über Nudeln. Ich hab's leider nicht verstanden. Mit Sprechanlage mit Papa reden. Okay, reden wir mit Papa. Hier im Kontrollraum gibt's noch ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Warum kommen Sie nicht her und helfen mir? Moment, da gibt es noch etwas, das zu erledigen wäre. Janice sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. Gehe ins Museumsgeschoss hinauf. Geh durch die Tür hinten im nördlichen Teil des Stockwerks, in dem du dich jetzt befindest. Hm. Weiter so, mein Sohn. Hm. Schön, dass er mich jetzt anfängt zu siezen. Ja, man muss ja auch mal klarstellen, ne? Also, ja, die Beziehung ist definitiv nicht mehr so die beste.
Achso, hier der Gullideckel. Gut. Du müsstest jetzt direkt außerhalb des Rohrs sein, das uns Ärger gemacht hat. Mach dir keine Sorgen. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Geh einfach rein und leere mit der manuellen Steuerung das Rohr. Damit sollten wir genug Schutt beseitigen können, um die Filter wieder anzuschmeißen. Nein, es ist überhaupt nicht gefährlich. Du musst lediglich ein Ventil drehen. Das dauert nicht lange. Deswegen muss ich das auch machen, ne? Wenn du drin bist, kann ich dich nicht mehr erreichen. Du wirst in der Nähe der Zisternen herauskommen und kannst dann Verbindung mit mir aufnehmen. Okay. Abgesehen davon, dass es jetzt gerade wieder mal abgestürzt ist, ist alles okay. Also hier liegt jede Menge Schrott drin rum. Locked. Ach. Was hier? Okay, ich dreh wieder zu. Hey! Locked, unlocked. Toll. Was machen denn jetzt auf einmal die Bruderschaft hier? Ist das eine Toilette? Au! Wow. Au! Das ist die Enklave! Die Drecksäcke, das ist die Enklave! Huch! Nee, falsch. Die Enklave, so. Mr. Eden hat hier dementsprechend anscheinend große Klappe. Wollen wir gleich mal hier ein bisschen aufräumen. Wasser. Erde. Wind. Toll! Aha. Wie doof ist das denn? Ja, komm. Plasmagewehre, okay.
Okay, zum Kontrollraum zurückkehren. Das wird dann, dass die Rotunda wieder sein. Im Namen des Präsidenten wird diese Anlage hiermit unter die Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt. Wer ist der zuständige Leiter hier? Treten Sie vor und übergeben Sie mir sofort das gesamte Material des Projekts. Das ist kaum möglich. Das ist ein privates Projekt, außerhalb der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das... Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen, die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Colonel, Sie sind doch Colonel. Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Colonel, was macht denn der da drin? Ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Colonel. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Was macht denn der da drin? Schluss mit diesen Verzögerungen. Es wird nur noch einen Moment dauern. Nein. Was? Was? Weg. Schnell weg. Was? Nein. Hey, was? Nein. James. Er ist weg. Wir müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. James. Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich, damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden, sonst ist ihr Vater umsonst gestorben. Jetzt kann keiner mehr etwas für ihn tun. Die Strahlenbelastung da drin ist tödlich. Sie würden mit ihm sterben. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort! Vor vielen Jahren haben wir einmal einen alten, verlassenen Tunnel als Fluchtweg benutzt. Der müsste leicht zu finden sein. Wir müssen sofort dorthin aufbrechen. Gehen wir! Wenn der leicht zu finden ist. Wenn der leicht zu finden ist, dann finden es die anderen doch auch. Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Hallo! Was ist passiert? Was geht dort oben vor? Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Sie haben mich schon verstanden. Wir brauchen Sie jetzt. Nur Sie haben Kampferfahrung. Ach so, wir haben die Enklave hinter und Gott weiß was vor uns. Wenn wir hier durchkommen wollen, brauchen wir Ihre Hilfe. Okay. Wir müssen zusammenbleiben, aber uns schnell fortbewegen. Wir bleiben dicht hinter Ihnen, okay? Los! Nein! Sind Sie sicher? Ich will nicht zu lange am gleichen Ort bleiben. Zur Zitadelle bringen? Was? Wieso zur Zitadelle?
möchte keinen von denen hier jetzt verlieren. Deswegen gehe ich erstmal... Jetzt eines meiner anspornenden Zitate. Aus dem Munde Ihres Präsidenten John Henry Eden, direkt in Ihr Herz. Wir können uns alles leisten, was wir brauchen. Aber wir können uns nicht alles Okay, gut. Hier ist anscheinend keiner mehr. Okay, ich dachte jetzt, von wem gehst du erstmal los und guckst du erstmal. Aber okay. Okay, Leute. Hier ist anscheinend keiner. Was gibt's? Mir nach. Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Seid ihr das? Tatsächlich. Im Gänsemarsch. Einer fehlt doch. Ach da, okay. Was gibt's? Sind Sie sicher? Ich will nicht zu lange... Bleibt erstmal hier. Sind alle vier da? Du kannst ruhig da bleiben. Du bist ein Arsch. Ah! Ah!
Was macht ihr denn hier? Was gibt's? Sind... Personal von Rivet City das Trinkwasser ins Ödland. Die Karawanen kommen. Haltet eure Gläser griffbereit, Kinder. Diese Runde geht auf mich. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Ödland und wir senden nur für euch. Und jetzt etwas Musik. Da. Was gibt's? Wir sind... Kommen Sie mal mit hier. Was gibt's? Ihr sollt hier stehen bleiben. Sind Sie... Mein Gott. Wir können nicht weitergehen. Wir müssen anhalten. Gaza hat einen Herzfehler. Er braucht Arznei, sonst schafft er es vielleicht nicht. Ich gehe erst weiter, wenn er die Arznei hat, die er braucht. Ich habe nicht genug medizinische Vorräte bei mir. Sonst wäre das alles kein Problem. Falls Sie Stimpaks dabei haben, dann geben Sie sie mir bitte. Ja, das sollte genügen. Er braucht trotzdem ärztliche Hilfe, wenn wir die Zitadelle erreicht haben. Aber er wird zumindest bis dorthin durchhalten. Danke. Lassen Sie mich kurz verschnaufen, dann können wir weiter. Also, hier. Damit werden Sie sich besser fühlen. Wenn wir einmal in der Zitadelle sind, wird alles wieder gut. Danke, Dr. Lee. Es geht mir schon besser. Gehen wir weiter und verlieren wir keine Zeit mehr. Gut. Wenn Sie bereit sind, gehen wir weiter. Ah!
Mann, hier liegen so schöne Sachen rum. Nächste Runde. Was macht ein Dogmeat hier? Was ist denn jetzt los? Ja, was wollen Sie? Nee, mit dir nicht. Ciao. Was gibt's? Mir nach. Los, mir nach. Gehen die mir nach, ja. Was macht Dogmeat hier? Ich versteh's nicht. Gehörte zu dem. Was gibt's? Wir sind dicht hinter. Okay, das wollte ich gar nicht. Was gibt's? Ich schau mich um. Da drin.
Oh nein. Mal ran. Wir scheinen es gleich geschafft zu haben. Hier lang. Was gibt's? Mir nach. Ich kenne den Weg. Mitkommen und zwar schnell. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Das ist aber lieb. Oh Gott. Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Die benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid. Für unbefugte Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort die Anlage. Lyons, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür. Sofort! Ach, so geht das. Der Blick. Ja, was guckst du mich jetzt so an? Ich hab nichts gemacht. Ich geh jetzt auch rein, ciao. Das Wasser des Lebens. Aufgabe erfüllt. Okay. Die Spur wird aufgenommen.
Was denn jetzt wieder für eine Spur? Und Sägern.